Hey, ich bin das Raphael von Lipsaspiel und ich zeige euch heute ein die beste Seed ever. Okay. Ihr spielt auf Survival, weil das ist der Spaß, aber ich will zeigen, das ist, warum ich auf Creative spiele. Okay. Best Seed ever. Okay. Die Seed ist minus 8, 6, 8, 4, 6, 1, 4, 3, 4, 0, 0, 5, 5, 9, 6, 3, 3 und 4, 3, 3. Jetzt kreieren wir mal die World. Normalerweise spawnt ihr in einem Jungle beim Desert. Und da ihr habt 2 Deserts, 5 Surface Dungeons und 2 Villages. Come on. Fliege wie ein Vogel. Er will nicht fliegen. Na toll. Okay. Wenn ihr hier so spawnt, dann habt ihr hier ein Village bei euch. Habt ihr einen Blacksmith? Es ist ein großes Village. Habt so hier viel Brot. Okay, wenn ihr in den Blacksmith reingeht, dann habt ihr etwas Cooles. Etwas Cooles, ja. Das heißt, es, wenn ihr alles, ihr habt alles in der Toolbar, aber ihr wollt das nicht. Wollt ihr? Okay. 4 Gold, 2 Brot, eine Iron Pickaxe, 4 Diamond und 5 Brot. Das ist ein guter Start. Und das ist nicht alles. Das ist ein Sechstel. Da sind ein paar Villagers in hier. Wenn ihr geht, dann findet ihr so eine Dungeon. Einen von den 5 Dungeons. In dieser Welt gibt es mehr Dungeons. Ich habe 2 bis jetzt gefunden. Aber ich gebe euch den Job, die anderen Dungeons zu finden. Da sind 5. 5. Die an der Oberfläche sind. 5 Oberfläche Dungeons. Wo wandern diese Speedwords dann? Ihr könnt eine XP-Farm machen aus das. Und in dieser Dungeon habt ihr 2 Chests. Mit guten Sachen. Ihr habt ein Iron Ingot. In diesem mehr Brot. Wheat. A Saddle. Und Cocoa Beans. Mehr Cocoa Beans, mehr Iron, mehr Redstone, a Saddle und mehr Brot. Das ist eine der Dungeons, aber wie gesagt, ich habe nur 2 gefunden, aber ich glaube, ihr seid intelligent. Und geht mehr Dungeons finden. Ihr habt 2 Jungles, der ist eine und da ist eine. Und die andere Village ist gegenüber.
Lava, das ist La, der, da ist Lava. Und jetzt gehen wir in den Blacksmith. Und sehen wir mal, was wir alles haben. Mehr Iron, mehr Gold. Okay. Helmet. Am Schluss. Ah, jetzt habe ich das auf Obsidian vergessen. Das ist ein gutes Start, wisst ihr. Habt viele Sachen und ihr habt nur angefangen. Und das ist nicht alles, weil ihr habt mehr Dungeons, ich probiere eine andere zu finden jetzt, aber ich kann nichts versprechen. Wo sind die anderen? Wenn ich keine andere, dann, ah, da ist ein anderer. Okay. Bei der NPC Village, dann habt ihr hier den NPC Village und auf dem Berg habt ihr einen anderen Dungeon. Okay. Wenn ihr alle Dungeons findet, schreibt mir, was ihr alles gefunden habt. Und schreibt andere Seeds, die ich spotlighten sollte, wenn ihr coole Seeds findet. Schreibt sie in den Kommentaren und was dieses Seed eigentlich hat. Man könnte diese Jalen Dungeons für XP Farms benutzen. 5 XP Farms sind viel. Weißt du das? Das ist viele XP Farms. Man hat das schon 33 XP. Okay. Das ist ein anderer Dungeon mit 2 Chests wieder. Gunpowder, Cocoa Beans, String, mehr Iron und mehr Boot. Wheat, mehr Iron. Holz. Oh na. Mehr Holz hatte ich schon. So. Cocoa Beans. Einen anderen Saddle. Und Brot. Das ist ein anderer Dungeon. Bei dem Haus. Dungeons nie im Wasser, sind immer auf Land. Okay. Hier ist Schnee. Im Moment finde ich keine andere Dungeon. Aber wie gesagt, ich gebe euch den Job für andere Dungeons zu finden. Ah, ich habe einen anderen Dungeon gefunden. Okay. Ein bisschen weg. Okay. Ihr habt hier den NPC Village. Und wenn man ein bisschen wegläuft bei dem Jungle,
man hier die andere Dungeon. Ja, dann hat man hier die andere Dungeon. Okay, das waren schon 3 Dungeons. Das ist viel, weißt du? Das ist, warum diese ist die beste Seed ever. Okay, mit einem Skeleton Spawner. Aber die tun mir nicht, weil ich auf Creative bin. Aber wenn ihr richtig spielen wollt, dann müsst ihr auch Survival spielen. Auf Survival ist der ganze Spaß. Ich will nicht die Chests rutsch machen, wie in dem anderen Video. Ich habe den Chests rutsch gemacht, aber ich wollte nicht. Okay. Das alles ist nur ein Seed. Eine Seed. Und 2 NPC. Eine Seed mit 2 NPC Villages. 5 Dungeons. Oberflächen Dungeons. Zwei Jungles. Und mehr. Ich glaube, es ist mehr. Und 4 Diamonds geben sie dir im Start. Okay, fliegen wir mal. Ja, ich glaube, das waren schon 3. Ich habe schon eine andere Dungeon gefunden. Wenn ihr ein bisschen lauft nach vorne. Habt ihr so die andere Dungeon? Ja. Die andere Dungeon ist nicht sehr versteckt. Die ist mit einem Skeleton Spawner auch. Oh, ich habe, oh, ich habe den Chestball rutsch gemacht. Und ein Skeleton wollte spawnen. Okay. Gehen wir mal in die Chests. Mehr Saddles. Ein Brot und Drink. Okay, wenn ihr weitergeht, dann habt ihr für einen Ignit 2 Brot, mehr Buckets, Und die letzte zeige ich euch nicht. Ich gebe euch den Job für die andere zu finden. Okay, dann gehen wir mal hier auf den Berg und gucken wir, was wir alles haben. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal gucken, was wir alles haben. Okay. 6 Obsidian. 4, 5 Eimer. Okay. 3, 4, 6 Saddles. 5 Cocoa Beans. 7 Redstone. 8 Gunpowder. 11 Wheat. 24 Iron Ignatz. 6 String. 2 Iron Helmets. Brot.
Gold Ingots, 6 Gold Ingots, eine Iron Pickaxe und 4 Diamonds. Und ihr habt noch eine andere Dungeon. Die fünfte. Ich zeige euch den nicht. Okay. Das ist die NPC Villagers. Die NPC Villagers Chest und die 4 Dungeons zusammen. Das ist viel, weißt du? Nicht in jeder Seed geben sie dir diese Menge. Diese Menge. Loote oder Sets. Ja. Save mal. Okay. Das war's von Raphael von Lux Let's Plays. Ich hoffe, ihr habt den Video gern gehabt und schreibt mir andere Seeds, die ich spotlighten sollte. Oder andere Mods, die ich spotlighten sollte. Ich hoffe, ihr habt ihn gern gehabt. Wenn ihr ihn gern habt, like oder kommentiert oder subscribe heute. Subscribe bitte, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Ciao.